Hier haben wir eine Hammershot. Strong Arm. Kennt ihr alle? Und zwar, das sind ja mehr so die etwas normalen Nerf Blaster. Hier gibt es eine Micro-Serie. Und zwar zeige ich euch mal einen Micro-Shot, nennen die sich. Hammershot. Strong Arm. Es gibt noch die Fire Strike, aber die hatte ich jetzt keine Lust mehr zu bestellen. Und die beiden kleinen Mikroblaster stelle ich heute mal vor. So, hier haben wir die Hammershot. Hier steht jetzt Serie 1. Ich bin mal gespannt, ob da noch weitere Blaster kommen. Und das ist jetzt die Ansicht von vorne. Auf der Rückseite seht ihr nochmal die Strong Arm, die zeige ich gleich noch. Und hier drunter ist die Fire Strike. Wie eben gesagt, habe ich mir nicht bestellt, finde ich halt nicht so toll. Für mich persönlich war die Hammershot und die Strong Arm halt am interessantesten. Und hier seht ihr dann nochmal die Rückseite. Jo, und dann packe ich die beiden Mini-Blaster mal aus. Zeige ich mal kurz die kleinen Minis. Fangen mit der Hammershot an. Verarbeitung ist Nerf-typisch. Sehr gut, da gibt es gar nichts zu bemängeln. So schaut sie aus. Ihr könnt immer einen Dart verschießen. Hier ist zwar eine Rail hier oben, aber ihr könnt leider auf die Rail, seht ihr, das ist viel zu schmal, kein Zubehör von Nerf dran machen. Schade, das sieht doch cool aus, oder? Hier mit dem fetten Scope. Von der Longshot. Dart reingesteckt, der Spannstab nach unten gezogen und dann könnt ihr, er hat den Weg getan, könnt ihr einen Dart damit verschießen. Jo, das ist die Hammershot Strong Arm. Unterschied bei der Strong Arm hier, könnt ihr irgendwie so einen Anhänger dran machen und die irgendwo dran zu hängen, finde ich ziemlich cool. Halt wie beim Original hat die ja auch, zeige ich gleich nochmal. Und das ist halt die Hammershot. So schaut sie dann aus. Auch wieder einen Schuss könnt ihr damit abgeben. So, mal die großen zum Vergleich. Hier haben wir die große und das ist dann die kleine Mini. Seht ihr? Ja, hier hinten nochmal eben angesprochen halt zum Befestigen. Ein Schuss und die hat dann halt mehrere. Und dann nochmal die Hammershot, die ist ein bisschen mit einem anderen Kit verbaut worden. Das sieht man hier oben. Und da finde ich ziemlich knuffig diese Kleinheit. Ob dieses Microshot unbedingt auf die Seite jetzt drauf gedruckt werden musste. Mich stört es eigentlich, weil es sieht halt nicht so schön aus. Aber nichtsdestotrotz. Ja, schaut dann aus wie der größere Bruder. das ist ja Serie 1. Ich bin mal gespannt, wie viel es davon noch geben wird. Ob die noch andere Blaster dann mit so kleinen Minis herstellen. Und da würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen kleinen Schusstest noch. So, mal gucken, wie weit die so fliegen. Ich halte das mal gerade. Tschu. So, wieder einen rein. Tschup. Zack. Jetzt nehme ich mal ein China-Dart. Ja, ich würde mal so sagen, 10 Meter schaffen die locker, wenn man den Blaster gerade hält. Pupp. Nehmen wir noch den anderen. Oh, der ist aber auch genau in den Mund geflogen. So. Mir kommt irgendwie vor, als wäre die Hammershot ein bisschen stärker. China Dart auch nochmal und nochmal einen hier. Zack. Ja, also Reichweite finde ich für den kleinen Blaster. Ja, langt allemal. Dann habe ich euch mal die Micro-Shot-Serie vorgestellt. Aus den USA habe ich es mir bestellt.
weil halt in Deutschland mal wieder nicht erhältlich. Das dauert immer ein bisschen länger. Was sehr schade ist, bei dem Plaster, das seht ihr hier, das ist, wie soll man sagen, ein Stück, da sind keine Schrauben und nichts. Die anderen Plaster konnte man ja mal prima aufschrauben und dann zum Beispiel eine stärkere Feder einbauen. Hier ist es nicht möglich, weil hier sind keine Schrauben irgendwo seitlich angebracht und die haben das irgendwie wahrscheinlich eingebaut, die Teile, und dann komplett verklebt. Also das müsste man wahrscheinlich aufbrechen bzw. aufschneiden, um mal reinzuschauen, was drin verbaut wurde. Das ist halt ein bisschen doof, so kann man dann halt jetzt nicht so einfach, wenn es überhaupt möglich ist, eine stärkere Feder einbauen. Nichtsdestotrotz wollte ich euch mal vorgestellt haben, die Zwerge halt und die großen Brüder. Das war der Rest mit YouTube. Sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal.